jetzt geht es darum, dass ich sage, okay, das Gewicht nicht heben, sondern möglicherweise bewegen. Ich hebe nicht das Bein, weil dann geht das ganze Gewicht zu mir, geht über meinen Rücken auf den Boden. Und du kannst nicht mittun, oder? Wenn ich aber den anderen wirklich das Angebot gebe und das Bein bei dir lasse und auf der Unterstützungsfläche, ist es für mich weniger anstrengend, beziehungsweise möglicherweise hat der andere auch die Möglichkeit mitzutun, oder? Gut. Was auch wichtig ist, oder was dann, dass man schaut, dass genug Platz ist, weil wenn man da sich auf die Seite dreht, dann kommt das ganze Gewicht hierher. Und wenn sich der Angehörige herdreht, dann hat er meistens Angst vom Rausfallen, oder? Mhm. Und wenn man aber vorher schon schaut, dass der vielleicht ein kleines bisschen weiter drüben ist, hat er mehr Sicherheit. Vielleicht auch hier ein wenig. Ist viel mehr Platz. Und dann kann man wirklich wiederum das Gewicht nicht heben, wie wir es vorhin gezeigt haben, weil dann geht es wieder alles auf unseren Körper, beziehungsweise der andere hat wirklich Möglichkeit mitzutun. Und wieder in kleinen Schritten zu unterstützen. Weil wir bewegen uns im Alltag auch oft mit kleinen Schritten. Und dass man dann schaut, wiederum nicht heben, sondern dass das Gewicht wirklich beim anderen bleibt. Angenehmer.